Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, ein weiteres Tutorial-Video. Heute will ich euch zeigen, wie ich meine Raketen lande, beziehungsweise generell Raketen lande. Das ist jetzt hier mal so eine schnell zusammengeschusterte Rakete, die selber in den Erdorbit fliegen kann. Ich zeige euch den Bauplan nach der Folge. Ja, also es gibt insgesamt zwei Wege, um auf der Erde zu landen. Einmal gibt es den Weg, den ich nehme, der etwas leichtere, würde ich sagen, und für Anfänger auf jeden Fall geeignete. Und dann auf jeden Fall den Suicide Burn, also quasi den Selbstmord an der Rakete. Ja, den Selbstmord werde ich später zeigen. Jetzt kommen wir erstmal zum ganz normalen Landen. Dazu drehen wir uns erstmal um, sodass die Düse halt in die Flugrichtung zeigt, also auf den Pfeil. So, jetzt können wir erstmal wieder RCS-Düsen ausmachen und mit ein bisschen weniger Schub abbremsen. So, ich bin gerne so bei 1,5 Kilometern an Geschwindigkeit. Da kriege ich meine Raketen noch unter Kontrolle und kann auch gleichzeitig Treibstoff sparen. Deshalb mache ich das einfach so. So, jetzt sind wir in der Atmosphäre. Ich werde das jetzt hier einfach rausschneiden und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir nähern uns langsam der Erde an. 4 Kilometer. Ich mache mal den Schub so auf vielleicht 20 oder so. Und dann warten wir noch kurz, bis ich die RCS-Düsen anmache. So, RCS-Düsen an. Dann gehen wir mal ein Stückchen raus und gucken, wo die Erde ist. Und bei 1 Kilometer zünde ich einfach die Düse. Und natürlich fast vergessen die Landebeine. So, und dann fliegen wir langsam Richtung Erde, immer mal wieder Schub erhöhen oder verringern. Je nachdem, ob man zu schnell wird oder zu langsam. Ihr seht, jetzt war ich gerade unter 10 Meter pro Sekunde. Und gelandet. Da haben wir es. 6,4% Treibstoff übrig. Das ist sehr gut. Wir haben es geschafft. Und ja, da sind wir. So, jetzt kommen wir gleich zum zweiten. So, jetzt sind wir hier beim zweiten Weg, nämlich beim Suicide Burn. Man wartet einfach bis zum allerletzten Moment und zündet dann die Düsen. Man hat halt einen sehr kurzen Bremsweg, sehr kurze Zeit, wo die Düse Treibstoff verbrennt. Dadurch verbrennt man auch weniger Treibstoff. Und man kann halt sehr abrupt abbremsen, was halt auch ziemlich nützlich ist. Und das wird auch bei den SpaceX-Raketen gemacht, also bei den Unterstufen von der Falcon 9 und Falcon Heavy. Und da gibt es auch ziemlich viele Crashes. Bei mir wird es gleich auch eine Menge geben. Und wow, das war fast perfekt. Bisschen zu früh. Aber trotzdem eine gute Landung. 9%, das ist mehr als davor. Ich würde das gerne trotzdem nochmal ausprobieren. Also es gibt halt drei verschiedene Szenarien. Entweder man bremst zu früh ab und fliegt wieder weg. Man bremst zu spät und knallt einfach in den Boden. Oder man kriegt das perfekt hin und schafft das dann einfach so zu landen. Bei den meisten Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen war das bisher so, dass sie entweder gecrashed sind oder wieder weggeflogen sind. Ja, man muss ein bisschen rumprobieren.
So, zweiter Versuch. Ich speichere nochmal, damit ich von hier aus starten kann. Speichern, ja, Quick Save. Diesmal mit 70%, eben mit 75. Nein, jetzt seht ihr, ich habe zu spät die Düse gezündet und ich bin einfach in den Boden gekracht. So, 200. Ja, ihr seht wieder, viel zu früh. Es war viel zu früh. Wow, und eine ganz harte Landung. Es war trotzdem erfolgreich. Ich will es noch einmal versuchen, ein letztes Mal. Diesmal ein bisschen später. So. Bisschen Schub rausnehmen. Nein, immer noch zu früh. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist sehr schwer, man muss sehr viel rumprobieren. Deshalb mache ich das auch nicht so gerne. Es ist ein bisschen komplizierter. Aber egal, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein recht kurzes Video, aber ich denke mal, ist nicht so schlimm. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.